Eingeblendet übrigens die 2052 des Italieners Silly, Hallenweltrekord. Und Erwin Kamra lässt sich weit zurückfallen. Warum denn dieses? Warum denn dieses? Ist das nicht sein Rennen? Krylov weit voraus. Marie Rose auf der Bahn 6 ganz vorne mit dabei. Kamra liegt weit zurück. Ja, da habe ich einen Mann zum haushohen Favoriten gemacht, der nun doch nicht die Goldmedaille gewonnen hat. Das ist der Sieger des 200-Meter-Laufs, der Franzose Marie Rose. Gefeiert von 2000, 3000 begeisterten Franzosen. Und er selbst hatte wohl nicht mit dieser Leistungssteigerung gerechnet. Die Zeit 20,36 Sekunden. Ein famoser Hallenweltrekord.